Ja, Emilio Gestero, FC Wattenheim-Trainer seit diesem Jahr, Platz 4 am Regio Masters hier in St. Gallen. Zufrieden? Ja, sehr. Ja. Vor allem, wenn wir sehen, mit was für einer Konstellation wir gekommen sind. Wir haben viele Spieler, die Futsal spielen, die nicht da sind. Wir sind gekommen mit einem Baumann, mit einem Schneider, der schon ein gewisses Alter hat, mit einem Peter, der vielleicht nicht gerade total geeignet ist für sie zum Spielen. Aber von dem her haben wir das Optimum rausgekommen. Ja. Trotzdem, die Verteidigung ist nicht glücklich. Wurmt das ein bisschen? Nein, es wurmt nicht. Ich glaube, durch den Wechsel eben mit dem Herisich, ich komme im Dezember. Die Mannschaft hat schon fertig trainiert. Die einen sind in der Ferien, man hat noch nicht alle erreichen können. Von dem her habe ich die Mannschaft noch nicht so ganz komplett gesehen. Und für das, für heute, hat das gelangt. Ich bin zufrieden mit dem, was ich gesehen habe und mit denen, die da waren. Wie gesagt, du bist neu gekommen beim FC Batzenheim. Mit welchem Ziel bist du zum FC Batzenheim gekommen? Ja, mit dem, was ich als Trainer immer schon da bin. Und für das mache ich auch. Also ich will gewinnen. Also wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ändert sich nicht bei mir. Das ist meine Art. Ich will jedes Spiel gewinnen. Und alles andere ergibt sich dann automatisch. Zum Beispiel das Thema Aufstieg? Aufstieg ist sicher ein Thema. Also wir wollen sicher Kreuzlingen und Balzer so schwer machen wie möglich hier oben. Rüti auch noch gerade und Zwil auch. Also wir wollen einfach sicher uns vorne etablieren. Und wenn der Aufstieg gelingt, wieso auch nicht?